Hallo liebe Zwillinge, herzlich willkommen bei Inbalz Tarot. Gerne möchte ich heute mit dir schauen, wie es in der ersten Novemberhälfte bei dir aussehen wird. Beachte dabei immer auch die Videos zu deinem Mond, Venus und Aszendentzeichen, okay? Okay, starten wir mal los. Ich gehe direkt zu den Karten über für Zwillinge in der ersten Novemberhälfte 2021. Neun der Kelche. Das war schon Thema für deine Novemberlegung, glaube ich, Monatslegung, für die Monatslegung. Deine Wunscherfüllung ist zum Greifen nah. Du musst nur noch das hier machen, Zwillinge. Das ist im November. Das Einzige, was dich jetzt davon abhalten kann, dir deinen größten Wunsch zu erfüllen, Zwillinge, ist Bequemlichkeit. Bei Neun der Kelche geht es darum, dass man sich so ein bisschen wohl drin fühlt, ja, dass es einem da gut geht und man stolz auf sich ist und man zufrieden ist mit sich selbst. Und bei Zehn der Kelche kommen dann schon andere Akteure im Bild vor. Und es ist so die Frage, will ich jetzt diese Zufriedenheit, die ich hier habe, riskieren, ja oder nein? Okay. Ach, der Stäbe. Es kommt hier Kommunikation auf dich zu in Bezug auf etwas, das dir das Ultimative geben kann, Zwillinge. Ich hatte das schon in deiner Monatslegung gesehen, falls ich mich nicht irre. Oder ist es die Jahres? Ich weiß nicht mehr. Erwarte hier Kommunikation von jemandem, der die dir deine Zehn der Kelche geben kann. Du warst bisher unterwegs hin zur Wunscherfüllung, aber da, wo du jetzt bist, bist du eigentlich auch zufrieden. Es ist so ein letzter Schritt, der nicht mehr so nötig ist, wie er ganz am Anfang war, als du noch gestartet hast. Okay, gestartet bist. Okay. Sechs der Kelche. Ein Angebot für deine Wunscherfüllung. Was du hier auf gar keinen Fall aufgeben möchtest, ist deine Unabhängigkeit, sehe ich. Ich habe hier 9 und hier die 6, das macht dann 15, das ist der Teufel im Tarot. Und beim Teufel geht es darum, dass sich zwei Menschen mit Verantwortungen aneinander ketten. Und gleichzeitig musst du aber auch bedenken, die Quersumme von 15 ist wiederum die 6 und das ist die Liebenden und das ist deine Karte und das ist dann deine Wunscherfüllung, die du hier haben kannst. Es kommt hier von jemandem, den du kennst, die du kennst, ein Angebot, ein liebliches Angebot für dich. Du sollst es annehmen und damit dann deine 10 der Kelche haben. Ich habe hier 6 der Kelche, das kommt nach 5 der Kelche. Das heißt, es gab hier schon mal die Vorstellung von einem 10 der Kelche. Die ist dann aber Bach ab. In der Schweiz sagen wir Bach ab, wir haben Alpen, da fließen die Bäche runter. In Deutschland glaube ich bergab. Und das hier ist jetzt so wie die zweite Gelegenheit, eine zweite Chance, ein zweites Angebot. Es gab da bereits die Idee eines ersten Angebots, einer ersten Wunscherfüllung, die hat nicht funktioniert. Und hier kommt die zweite. Die Weltkarte. Sobald du das annimmst, Zwillinge, in welchem Bereich auch immer das ist. Bei manchen ist es Liebe, bei manchen Job, bei manchen Freundschaften oder ähnliches. Glaub ja nicht, dass diese Vorwärtsbewegung hier nur in einem Bereich stattfinden wird. Wenn das dein Herzensmann, deine Herzensdame ist, glaub ja nicht, dass du nur in der Liebe eine neue Welt betrittst. Falls das der Job ist, ändert sich nicht nur dein Job. Es wird sich in all deine Lebensbereiche wird sich das ausweiten und über 4 Elemente hinweg wird das dein Leben hier verändern. Veränderung. Starr kannst du dann im Grab sein, gell?
Leben gleich Veränderung. Etwas, das lebt, atmet, ist organisch, verändert sich. Tot kann man im Grab sein. Die Weltkarte. Ein Kapitel endet, ein neues Kapitel eröffnet sich dir. Wenn du hier ganz einfach bereit dazu bist, diese Chance anzunehmen, dieses Risiko einzugehen. Letzte große Arkana hier, damit schließt man Lebensphasen ab. Erste große Arkana mit der Nullkarte hier, die Null siehst du auch hier. Hier wird ein neuer Lebensabschnitt eingeläutet bei dir. Und Zwillinge, dieses ich bin zufrieden, die Kommunikation, komm, nimm das Zwillinge, ah, ich weiß nicht so recht, das hier sind kleine Arkanas. Da kannst du noch so sehr dich dagegen wehren, noch so sehr resigniert reagieren, ängstlich reagieren, gar nicht reagieren. Große Arkanas sind jene Energien, die in deinem Leben momentan stattfinden und du gehst das so oder so durch. Also da kannst du dich nicht dagegen wehren. Es ist jetzt an der Zeit, dass sich hier ein Abschnitt in deinem Leben abschließt und du hier das Risiko auf dich nimmst, da etwas neu zu starten, ein neues Kapitel in deinem Leben zu starten, als ein anderer Zwillinge-Mensch da aufzutreten. Es ist an der Zeit. Und die Umstände gehen in diese Richtung. Du kannst gar nicht anders. Im Job wird dann, wenn du hier an deinem Job festhältst, obwohl hier der nächste Schritt dir angeboten wird, glaub mir, es geht dann 3, 4 Monate und dann hast du das Gefühl, dass alles immer gegen dich ist. Alles spielt gegen dich, alles funktioniert gegen dich, ständig geht was schief, deine Kreativität ist weg, Motivation ist weg. Ist so. Der Teufel. Das ist deine Angst, das ich vorhin erwähnt hatte. Das ist das, was dich hier festhält. Was, wenn ich meine Unabhängigkeit verliere? Da, wo ich jetzt bin, bin ich total zufrieden. Muss ich mich hier an jemanden, an etwas, an sonst was binden? Muss das sein? Muss das sein? Die Teufelskarte. Die Teufelskarte sieht schrecklich aus. Ich hole mal hier. Also das hier sind dann die 8 der Schwerter, da gehe ich jetzt auch drauf ein. Die Teufelskarte sieht schrecklich aus, die will man nicht haben, gell? Moment, habe ich die? Moment. Alle wollen das hier. Alle wollen das hier, aber niemand hat das hier. Das hat niemand. Es haben alle irgendwelche Pläne für den nächsten Sommer miteinander gemacht. Es haben alle die Mutter nun kennengelernt und wollen vor der Mutter nicht schlecht dastehen, wenn sie da weglaufen würden. Schaut, da ist keine Kette. Hier ist diese Kette. Es haben alle irgendwie dem anderen ein bisschen zu tief in die Augen geschaut und wollen den anderen jetzt nicht enttäuschen. Kette hier. Es haben alle irgendwo Arbeitsverträge hier, wo man dann auch bleibt, auch wenn man keine Lust mehr drauf hat. Alle haben irgendwie vielleicht Kinder, die einen zusammenhalten, auch wenn man gerne weglaufen würde. Oder ein Versprechen abgegeben, das man einhalten möchte. Oder man ist darauf angewiesen, dass diese Verbindung sonst irgendwie da ist. Es sind, also ich selber, wo habe ich solche Beziehungen gesehen, wo man wirklich keine Verpflichtung zueinander hat und doch gerne freiwillig dasteht im Namen der Liebe? Vielleicht ganz am Anfang einer Beziehung in der rosaroten Phase da. Wir haben ja auch viel so Rauch und all das, ja, wenn wir ganz benebelt sind. Siehst du das, diese Benebelung? Die Realität sieht aber so aus. Jedes Mal, wenn du keine Lust mehr auf deinen Job hast und trotzdem deinen Laptop hervorholst und arbeitest, passiert das. Jedes Mal, wenn du eine Freundin aus Mitleid triffst, weil es ihr so schlecht geht, wieder mal zum 100. Mal. Dir geht es immer gut, ihr geht es immer schlecht. Ja, das ist einfach Zufall, das ist einfach so. Dann ist hier auch wieder eine Bindung zwischen euch, die eigentlich nicht sein sollte. Der Job sollte immer freiwillig sein.
Freundschaften sollten immer freiwillig sein, ohne Kette. In der Liebe sollte man immer freiwillig füreinander da sein, ja, sich füreinander entscheiden, vor allem jeden Tag. Und nicht das hier haben, aber das hier haben alle. Also das, was du da befürchtest, Zwillinge, ist eigentlich etwas ganz Normales. Also, ja, du wünschst dir das. Ich habe hier Großer Arcana 15 und hier ist die Quersumme 6. Du wünschst dir das, aber du kannst nicht in der heutigen Welt, in der heutigen Gesellschaft, kannst du nicht das hier haben, ohne das hier auch zu haben. Könntest du einen Job annehmen, wo du nicht weißt, wie der Firmeninhaber mit den Finanzen der Firma umgeht? Und dann gehst du hin und sagst, ja, was ist mein Lohn gesichert für die nächsten 12 Monate? Und dann sagt der Chef dir, ach, heute gibt's die Firma, morgen vielleicht nicht. Ich binde mich da an nichts. Würde dir das gefallen? Es geht nicht. Wir haben hier Hölle, hier haben wir Himmel. Es gehören immer zwei dazu. Und ich habe hier 9 und 6, das sind die 15 eben, 15 und 6. Was auch immer diese Sache da ist. Ja, es gibt hier Verpflichtungen, die du eingehen wirst. Es gibt hier Dinge, die du versprechen und dann einhalten musst. Ja, aber gleichzeitig findest du dort auch deine Erfüllung. Das nennt man dann Rechte und Pflichten. Rechte und Pflichten. Und das ist ganz normal. Also du musst das nicht befürchten, dass da. Glaub nicht jenen, die sagen, es wird alles perfekt. Sowas gibt's nicht. Das stimmt nicht. Ich sag dir, es wird 50% perfekt, 50% wird es bö. Und alle Wege, die du gehst, werden so sein. Das ist einfach so. Das ist Naturgewalt, Naturgesetz. Das ist so. Gibt's nicht. Gibt's nicht. Das ist Fantasie hier. Ja. Ach, der Schwerter, das ist das Gefängnis, in das du dich hier reinsteckst, wegen deinen Gedanken. Deine Füße sind hier frei. Du kannst hier einfach loslaufen. Wir haben hier bei den sichtbaren Schwertern 8 Schwerter. Das ist 8 der Schwerter. Hinter dir ist auch frei. Vor dir ist auch frei. Es ist Ebbe. Hier, siehst du? Ebbe. Wenn du deinem Herzen folgst, ist hier alles gut. Aber sobald du in deinem Kopf drin bist, vergisst du deine Gefühle, vergisst du, wie sehr du das willst hier. Und ich sag's dir, der Kopf, der kann sich ändern. Das, was im Kopf ist, das wird sich ändern. Ich wette, dass du nächste Woche 8 andere verschiedene Gründe hast, um hier stehen zu bleiben. Die verändern sich die ganze Zeit. Aber das Herz wird weiterhin danach schreien, diese Chance anzunehmen. Das Herz ändert die Sprache nicht. Wenn es Schokokuchen will, will es Schokokuchen. Kokoskuchen ist dann nur Alternative. Nougatkuchen ist Alternative. Es will Schokokuchen. Fertig. Aber der Kopf ist nicht so. Man kann heute sagen, gut, 5 € sind nicht so teuer und nächste Woche kann man finden, nee, 5 € ist günstig, ist teuer. Also, verstehst du, was ich meine? Der Kopf, der verändert sich, aber das Herz, das schreit. Und je mehr man nicht drauf hört, desto lauter schreit es und dann irgendwann schwimmt man die ganze Zeit gegen den Strom. Und gegen den Strom im Sinne von deine Gefühle fließen in Richtung vorne, du schwimmst rückwärts. Warum? Fließ damit mit deinen Gefühlen. Es gibt niemanden, der es bereut hat, auf die Gefühle zu hören. Das gibt's nicht. Es gibt Menschen, die allerlei komische Dinge tun und wenn man sie dann fragt, warum, dann sagen sie, das Herz hat's gesagt und ich bin froh drum und ich bin stolz drauf. Ich meine nicht damit jene Menschen, die dumme Dinge tun, also die wirklich dumme Dinge tun, weil sie aus Minderwertigkeitsgefühlen heraus oder aus irgendwelchen Verletzungen heraus, da irgendwelchen gewaltbereiten Menschen folgen, komische Dinge, illegale Dinge und so tun, die meine ich nicht. Das ist was anderes, das verdreckt. Das ist was anderes. Ich meine das Herz, das Reine, dieser Fluss da in deinem Leben, das dir sagt, Zwillinge, die PDFs lassen sich nicht abspeichern. Merkst du was? Zwillinge, deine Präsentation geht schief. Merkst du was? Zwillinge, so langsam hast du keine Lust mehr, alleine Ferien zu machen. Merkst du was? Das ist dieser Fluss. Mit diesem Fluss musst du mitfließen. Dieser Fluss ist das Leben. Wenn du da mitfließt, lebst du. Und falls nicht, dann lebst du nicht. Ja.
Wo hatten wir diese Acht der Stäbe hier? Da. Acht der Schwerter. Das ist etwas, das man im Grab tun kann, da so eingewickelt und mumifiziert. Ich meine es in Ernst. Ich werde hier mit diesen Karten eine weitere Reihe legen, dann sehen wir, was hier genau passieren wird und worauf das Ganze hier hinausläuft. Diese Karten hier werde ich für jene, die hier für die Liebe schauen, fragen, was du vor deinem Gegenüber versteckst und was dein Gegenüber vor dir versteckt. Diese Karten hier werde ich für jene, die keinen Kontakt haben, fragen, wann der nächste Kontakt stattfinden wird. Den Link für die Fortsetzung findest du unten in der Infobox und im obersten Kommentar. Falls dir mein Stil gefällt, freue ich mich über deinen Klick auf Abonnieren. Wir sehen uns auf der anderen Seite und allen anderen wünsche ich alles Gute. Macht's gut. Bye bye.